Vic und ich kennen uns jetzt schon seit, ich glaube, über 3 Jahren. Ja, und 30 Jahre schon. Eigentlich 55. Und seitdem gab es nie Probleme. Unsere Freundschaft war immer stark, wir waren immer verbunden, innig. Aber vor kurzem gab es eine Situation, die uns hat zweifeln lassen. Ja, wir haben letztens unseren Lieblingsdim Kartoffelsalat. Kannst du straight face sagen, dass unser Lieblingsdim Kartoffelsalat ist? Ja, wir haben neulich unseren... Geht einfach nicht. Neulich haben wir unseren Lieblingsfilm Kartoffelsalat geguckt. Und es gab eine kritische Situation. Außerdem habe ich voll Hunger. Und irgendwie ist mir auch weiß vor Augen. Ja, die Augen sehen etwas milchig aus. Genauso lacht jeder bei diesem Film. Deswegen okay. Ist er auch so erfolgreich. Mega die lustige Szene, oder? Ja, Mann, aber der Schauspieler ist ein richtiger Bastard. Nur noch ein Schiff. Bei Chips hört der Spaß auf. Ich meine Freundschaft hin und her, aber so funktioniert das einfach nicht, Victor. Ja, war ja meiner. War ja nicht deiner. Und genau das ist das Problem. Vic und ich sind uns einfach nicht mehr sicher, ob wir jetzt Freunde bleiben sollten oder ob wir einfach jetzt getrennte Wege für immer gehen sollten. Ging alles den Bach runter. Es wurde nur noch schlimmer. Und genau deswegen gibt es Wii Party. Und in Wii Party gibt es einen Modus. Wellenlänge! Schnappt ihr einen Mitspieler und findet heraus, wie gut ihr einander kennt. Genau damit werden wir jetzt herausfinden, ob wir heute nach dieser Aufnahme nie wieder miteinander zu tun haben werden oder doch unsere Freundschaft nochmal aufleben lassen. Aber die Spieldauer ist 5 Minuten. Das heißt, das Video geht jetzt nur 5 Minuten, oder wie? Ja. Nein, die Challenge ist wie folgt. Wir versuchen 100 Punkte zu bekommen, also die ultimativen besten Freunde aller Zeiten zu werden. Ja, wird aber, ja first try. Ja? Ja, ich denke. Nach dem Chip-Ereignis? Ja. Werden wir überhaupt 50 Punkte bekommen? Werden wir nach uns jemals wiedersehen oder werden wir die 100 Punkte erreichen? Ich freue mich darauf, wenn wir gewinnen, weil dann hast du endlich eingesehen, dass dieser Chip mir gehört. So. Das ist halt geil. Finden wir es jetzt heraus! Hä, du machst ja einfach nur... Digga, ich werde auf keinsten Pedobär spielen. Wobei, der gewinnt immer gegen dich. Nein, lass mal nicht Pedobär spielen. Okay, ich weiß gar nicht. Scheiße. Hä, hast du ja meinen Charakter einfach gelöscht? Hab ich ja nicht. Digga, das mit dem Chip ist mir nahe gegangen. Ja, ich merk schon. Oh, okay, jetzt Klassiker. Okay, alles die klar. Musik ist so geil. Das finde ich halt so schade bei der Switch, ne? Da ist einfach gar keine Musik. Ja, es gibt gar keine UI-Musik. Ja. Fertig, ja. Oder? Das ist ja so ein kleiner Bastian oder so. Bastian! Digga, du siehst aus wie so ein Resident Evil Charakter irgendwie. Ja, ja. Aber der hat mich bis dann Grandma. Grandma? Grandma. Grandma? Grandma Balls! Boah, du bist so richtig am Zittern, Alter. Hab gerade eben noch trainiert! Ja, das kommt davon, wenn man Kettenraucher ist. Ja! Perfekt! Hä, sieht voll geil aus. Ja, ich finde den cool. Warum bist du so klein wie ich? Auf einmal trage ich rot. Auf einmal bist du 1,76. Ja, aber eigentlich ist es wie bei Yu. Juck mich nicht. Oh mein Gott, da sind wir. Digga, Matt und Lucia, das sind meine zwei Erzfeinde. Hast du mein Tischtennis-Video gesehen? Ja. Digga, Matt und Lucia, einfach beste Freunde. Die müssen wir besiegen. Also erst kommen so ein paar Fragen, die wir beantworten müssen. Du sagst dann, was du für eine Antwort geben würdest. Ich sag, was ich für eine Antwort geben würde. Und da erkennen wir dann so, ob wir so auf derselben Wellenlänge sind. Weißt, deswegen nicht sprechen, wir dürfen gar nicht reden. Das Video wird einfach stumm. Und danach müssen wir ein Minispiel zusammen machen. Und dann werden wir rausfinden, ob wir hiernach nie wieder irgendwas zusammen unternehmen oder ob es weitergeht. Das beste Team sind derzeit Matt und Lucia. Ich hasse beide, sehr dolle. Das schlechteste Team sind Tatsuaki und Abi. Tatsuaki ist der Fake-Teugung. Ihr habt noch keinen Eintrag in den Rekorden. Ich hoffe, ihr liegt auf einer Wellenlänge. Ja, ich hoffe nicht nach den Chips. Nein, ich hoffe doch. Ich bin mir noch unsicher. So, ich weiß auch noch gar nicht, was mir wichtig ist. Unsere Freundschaft oder dieser Chip? Ja, ich bin mir auch nicht sicher. Aber das müssen wir jetzt herausfinden. Okay, erste Frage. Was macht auf einem Spielplatz mehr Platz? Spaß. Mehr Spaß? Ja, das ist easy. Das ist wirklich easy. Aber muss ich jetzt für mich antworten? Du musst für dich antworten. Okay. Also ich bin mir ziemlich sicher. Also ich weiß, was ich gewählt habe. Und wenn du eine andere Antwort genommen hast, dann bist du schon dumm. Für die, die es nicht wissen, ob wir dieselben Antworten gegeben haben, finden wir erst am Ende heraus. Welche Art Musik magst du lieber? Easy. 3, 2. Okay. Als ob du, also wenn du Klassik genommen hast, dann ich schwöre, dann hat diese Freundschaft wirklich keinen Sinn mehr. Was hast du gegen Klassik? Alles. Wirklich. Boah, das ist die Äpfel- oder Birnenfrage. Man kann auch nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Boah, schwierig. Das war jetzt zum Beispiel meine Freundin, weil die hatten gestern eine Diskussion darüber. Echt? Ja. Was ein Zufall. Welches Spiel magst du am liebsten? Oh, das ist... Ich weiß genau. 3,
Ja, ich denke nicht auch. Ich kann schon spoilern, Bowling fuckt mich ab. Ja, okay, ich habe auch nicht Bowling genommen. Ja, vielleicht sind wir doch auf einer Wellenlänge. Bei der letzten Frage gibt es hier Antworten, konzentriert euch. Als ob wir uns konzentrieren müssen, weil wir unsere eigene Meinung machen müssen. Okay, welches Getränk profitiert am meisten von Eiswürfeln? Ich habe meine vollste Konzentration auf diese Frage. Weil das ja sonst nicht möglich gewesen wäre. Jetzt wollt das Partner-Minispiel. Arbeitet gut zusammen, die Aufgabe zu bestehen. Aber warum spielen wir auf einmal ein Minispiel? Weil wir jetzt zusammenarbeiten müssen. Rodelt so schnell ihr könnt in eurem Bob ins Ziel. Die leuchtenden Felder geben euch zusätzlichen Schwung. Also wir lenken beide. Ja. Ich glaube, wir müssen uns gar nicht koordinieren. Also wenn wir wirklich gut miteinander harmonieren, dann ist das so ein kollektives Denken. Einfach. Okay, okay, okay. Let's go. Wir machen schon das Richtige. Ja, ja. Also wir müssen immer auf die Dash-Felder. Das war jetzt aber knapp, Victor! Ja, alles gut, alles gut. Ich wollte es ein bisschen spannend machen. Achso, verstehe ich. Hä? Was war das denn? Ja, wir kriegen das hin. Okay, gut. Soweit so gut. Nope. Nein, warum bist du nach rechts gegangen? Ich gucke einfach, was dein Kopf macht. Ja. Rechts. Ah, ich war zu sehr damit beschäftigt, dich zu judgen. Waren wir nicht trotzdem ultra schnell? Ja, voll. Also wir müssten jetzt eigentlich 100 Punkte haben. Also das muss jetzt ultra krank harmonieren. Ja, oder? Komm, wir kommen sogar aus einem Herz raus, wie beim Mape Café. Da könnt ihr eure Harmonierwert. Okay. Was glaubst du? Was würdest du sagen? So mindestens 80%? 80, oder? Ich sage auch safe 80. Okay, okay. Oha! Oha, was? Wow! Oh! Als ob! Hast du so einen hohen Wert gesehen? Ich habe noch nie so einen hohen Wert gesehen. Wirklich? Ich glaube, ich habe wirklich noch nicht so einen hohen Wert gesehen. Alter, ja. Minispielrang A. Wir sind so perfekt. Das ist krass. Als ob du Birnen mehr magst als Äpfel. Ja, ich finde Birnen tausendmal geiler. Vor allem diese grünen. Wobei, ich finde grüne Äpfel besser als grüne Birnen. Nee, das akzeptiere ich nicht. Boah, let's go, Alter. Kriegen wir easy hin. Wir müssen dir 100 Punkte holen. Weil erst dann kann ich darüber hinwegsehen, dass du meinen letzten Chip geklaut hast, weißt du? Erst dann kannst du darüber hinwegsehen, dass ich Birnen einfach mehr mag. Sollen wir aus Joke einmal einfach das schlechteste Team werden, bevor wir die 100 holen? Lass einmal einfach komplett reinscheißt und 0 Punkte bekommt. Wie machen wir das bei den Fragen? Du wählst das aus, was du nicht nehmen würdest und ich wähle das aus, was ich denke, was du wählen würdest. Genau, okay, genau, easy. Da, ey! Das sind wir! Tatsuaki und Abi, wir werden noch schlechter als ihr. Vergleich mal den Mi und mich. Wer ist der Mi? Wer bist du? Was ist eigentlich deine Meinung zu Pepe, ganz kurz? Der? Mhm. Okay, ist easy. Also ich nehme das Falsche, ne? Ja, und ich nehme das, was du machen würdest. Ich schwöre, wenn du Schnupfen nimmst, wirst du gar nicht, wenn du Schnupfen besser findest. Okay. Gut, okay, gut, cool. Sonst hätte ich jetzt eine Aufgabe. Wenn du frei hättest, was würdest du dir wünschen? Weltfrieden, mehr Wünsche. Also, Ich nehme das Falsche. Ich hoffe, du warst klug bei dieser Frage. Worauf würdest du lieber durch die Luft fliegen? Teppich oder Drache? Boah, ist schwierig. Nimm mal das Falsche. Womit würdest du am liebsten eine Weltmeisterschaft gewinnen? Korb, Touchdown, Endspurt. Eins. Ja, ich habe jetzt mal das Falsche genommen und ich glaube, diesmal sollten wir schon sehr verkacken. Also wir müssen unter 26 Punkte drin. Schiebt und zieht die Bananenkiste zum Ausgang. Ja, machen wir halt nicht. Wir bleiben einfach da drin, wir chillen da jetzt einfach. Yo, Vic, was geht? Kann ich dich schubsen? Nee, aber wir können so Fang spielen. Hey Bro, lass mal Hide and Seek spielen. Man kann sich ja so gut verstecken hier. Warte, ich mach Hide and Seek, find mich, okay? Warte, ich mach die Augen zu. Okay, find mich. Ich hab 3 Sekunden Zeit. Okay, okay. Ach krank. Hier bist du ja. Also Hide gibt's nicht, aber es gibt Seek. Jetzt gibt's Seek. Okay, fang mich. Oh, nein! Ja, wohin? Oh, outgeplayed! Kann das Spiel überhaupt vorbeigehen? Haben wir überhaupt eine maximale Anzahl, oder? Ey, gute Frage, ne? Ich glaube, es geht so unendlich, kann das sein? Ja, lass aber noch bei Minute 3 erst rausgehen. Okay, das ist Gameplay. Scheiß auf Mario Odyssey Movement, Digga. Wii Party Movement. Langweilig. Ich müsste nicht hier mit ich irgendwie. Gewinne. Nein, ich wollte aber gewinnen! Ey, wehe, wir bekommen einen Punkt. Ich raste aus. Ist ja auch langweilig. Nein! Als ob! 2 Punkte! Dann müssen wir ja wieder 2 Sachen oder so richtig haben, oder? Bruh. Ja, es juckt mich den Teppich, Alter. Ich will auf einem fucking Drachen reiten. Als ob, Digga. Der Drache wird dich doch auffressen. Ja, aber ich kontrolliere den doch. Wer sagt das? Ja, das sagt nur, worauf würdest du lieber durch die Luft fliegen? Ja, weißt du, der Drache sagt so, ja, okay, ich mach das jetzt. Ja, okay, großer Victor. Wie bei Game of Thrones. Jetzt müssen wir wirklich, wir müssen Erster werden. Wir bemühen uns richtig scheiße zu sein. Wie scheiße sind Tatsuaki und Abby? Ich will da sein. Mit dir. Das ist die schlechtesten Freunde aller Zeiten. Welcher Dinosaurier findest du besser? Boah, ich weiß nicht mal, was das ist. Ich hab auch keine Ahnung. Was machen wir denn jetzt? Ich hab keine Ahnung. Ja, gut, dass du gar nicht... Blöd gelaufen. Ich hab mich leider nicht entscheiden können. Als ob du das aus Versehen nicht geschafft hast. Welche Position würdest du einer Fußballmannschaft besser? Verteidiger, Mittelfeld, Torwart oder Stürmer? Gut, dass ich mich gar nicht mit Fußball auskenne. Ich glaube, ich würde einfach das nehmen, was ich am ungernsten wäre. Du hast nicht Torwart genommen, oder? Hast du Torwart genommen? Ja. Ich glaube, wir kommen unter 26 Punkte. Wir haben nur eine Sache verkackt, meines Erachtens nach. Sortiert hier runterfallenden Äpfel, Trauben und Bananen in die richtigen Körbe. Boah, lass alles falsch machen. Also immer ins Falsche. Ja, nicht ins Richtige. Keiner darf einen Denkfehler haben. Wir beide müssen einfach richtig... Ah, oh Gott. Digga, ich schwöre, das geht so gegen meinen Verstand gerade, ne? Ja, safe. Man muss so anti-denken. Das ist ein richtig Gegenteiltag, wie bei SpongeBob. Ja, ohne Witz. Ja, das war's.
Oh mein Gott. Ja, wir waren scheiße. Das war geil. Ja, das war richtig. Das war ein cooles Spiel. Jetzt müssten wir das schlechteste Team der Welt sein. Komm, 10 Punkte. Also wenn wir wieder zwei Sachen richtig haben, das würde gar keinen Sinn machen. Teilweise. Ja. Let's go. Aber wir sind letzter. Let's go. Wir sind die schlechtesten der Welt. Oh mein Gott. Aber wir haben ja trotzdem 20 geschafft. Ich hab keine Ahnung. Ach, weil die letzte Frage sind 4 Sachen. Da ja, kann man ja mehr falsch machen. Jetzt sind wir die schlechtesten Freunde und die besten. Aber wir sind noch nicht die allerbesten Freunde. Genau. Jetzt gilt es noch 100 Punkte und dann haben wir das Wortwitz zu 100% durchgespielt. Ja, und wir haben dann vielleicht auch über den Chip hinweggesehen. Aber das würde ich erst nach den 100 Punkten zeigen. Aber auch nur vielleicht. Nice, Alter. Boah, fühlt sich schon gut an, scheiße zu sein. Und das wird gleich witzig sein, wenn wir einfach auf beiden Bildern sind. Ja! Mit 92% also das beste Team. Und? Ja. Was sagt er jetzt? Sind auch die Medium Big. Einfach auch. Was findest du schöner? Rote Rosen oder Wiesenblumen? Boah, das ist sauschwer. Lass danach absprechen. Hast du Wiesenblumen gewählt? Nee. Ey, das hat ja richtig gut funktioniert. Womit würdest du lieber fahren? Mit Motorboot oder U-Boot? Schon Motorboot, oder? Ja, safe. Okay, gut, okay. Was interessiert dich mehr, wenn du als Tourist in der Stadt kommst? Geschichte, oder? Safe, hast du jetzt wirklich Geschichte ausgewählt? Geil. Was isst du lieber? Möhren oder Möhrenkuchen? Boah, das ist schon ein Upgrade. Du hast schon Möhrenkuchen gewählt. Ja, safe. Was machst du mit Hunden am liebsten? Stockwerfen, füttern? Also füttern ist halt whack. Komm. Schon Stollstreichel, oder? Sag ich, okay, gut, gut. Ich dachte kurz, was jetzt. Was dürfte bei deinem Traumhaus nicht fehlen? Swimmingpool, Zoo, Kegelbahn oder Eislaufen? Boah, safe. Ist klar, ist Swimmingpool. Ja, safe. Okay, gut. 100%. Jetzt müssen wir nur noch das Minispiel gewinnen. Ja. So schnell wie möglich den Fluss entlang. Oh. Sollen wir erst Training machen? Ja, lass das Training machen. Okay. Boah, wir sind so schnell. Let's go. Das ist gut. Ja, gut, das Ende war ein bisschen verkackt. Ja, nee, lass jetzt der For Real machen. Ich hab auch ein bisschen Schiss. Scheiße. Ich würde wie ein Geistesgestörter. Ich würde auch wie ein Irrer. Okay. Oh mein Gott. Fuck. Schneller. Ist okay. Gib uns 100 Punkte und halt. Wir wollen jetzt einfach 100 Punte, Mann. So, 100 Punkte und Schnauze halten. Hä? Achso, ich dachte gerade schon, es fällt auf. Das ist eine neue schlechte Animation. Also. Die Animation ist, glaube ich, gut. Oh ja! Let's go! Ja, nice! 100 Punkte! Nice! Die besten Freunde jetzt, aller Zeiten. Jetzt let's go, Alter. Let's fucking get it. Ein Herz und eine Seele. Ja, an der Stelle möchte ich einfach nur sagen, ist okay wegen Nachos, ist okay wegen dem Chip so. Ich habe einfach gemerkt, dass unsere Freundschaft mehr wert ist als ein Chip. Ja, definitiv. Und ich finde das mega cool von dir, dass du mir den Rest der Tüte geschenkt hast. Weißt du, was wir jetzt machen sollten, weil wir jetzt die allerbeste Freunde aller Zeiten geworden sind? Ja. Ey, lass einfach Kartoffelsalat gucken. Gute Idee. Ja, Mann. Oh Mann! So, Alter!